Wer stört? Ich bin's. Dein Onkel Frido. 1600 Euro. Das heißt 400 Euro für jeden von euch. Jetzt hat's engagiert. Was sagst? Kein Witz? Kein Witz. Ich hab sogar schon den Vertrag. Das war eine super Idee, euer Flugbladl. Wir haben einen Gig. Das Flugblatt hat gegriffen. Wahnsinn. Ja, und wann? Am 26. um 20 Uhr. An welchem 26.? Na, April. Nächsten Samstag. Onkel Frido, bist du wahnsinnig? Wer hat das für nächsten Samstag ausgemacht? Das geht nicht. Das muss er verschieben. Onkel Friede, das ist viel zu früh. Wir haben erst 9 Titel beisammen. Das reicht höchstens für eine halbe Stunde. Das musst du verschieben. Lieber Großneffe, verschieben oder absagen kostet uns 5000 Euro. So steht's im Vertrag. Also üben, 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 üben. Und also nochmals üben. James, bist du noch dran? Er ist nicht mehr dran. Was hat er denn? Also, entweder du schaffst es, deinen Onkel für unzurechnungsfähig zu erklären, oder wir müssen spülen. Uns fehlen aber noch mindestens 10 Songs. Das schaffen wir nie. Nicht einmal, wenn wir noch ein paar Hits covern. Ja, aber 400 Eier für jeden ist doch nicht schlecht, oder? Und 5000, die wir blechen, wenn wir nicht spielen, ist noch besser. Außerdem kriegen wir die 400 wahrscheinlich nur dann, wenn wir zu viert sind. Das heißt, wir haben noch ein Problem. Die Judith, ich weiß, die steht auf dem Plakat. Ja, ich habe sie nicht draufgeschrieben. Ja, wir alle haben sie aufs Plakat geschrieben, weil wir gehofft haben, dass sie es liest und wieder zu uns zurückkommt. Und was ist? Sie sitzt im Schmollwinkel und will nichts mit uns zu tun haben. Ja, weil du, Trottel, dich mit einer anderen Fee herumtreibst. Entschuldigung, die andere Fee war aus Frust, weil sie mit dem da rumgezogen ist. Jetzt geht das schon wieder los. Ich hab glaubt, wir haben ausgemacht, dass wir nicht mehr reden drüber. So ist es. Das heißt, du wirst ab sofort einen Minnedienst einlegen, dass die Judith nur so mit den Ohren schlackert. Alles klar? Ja, und erklär, dass die Stones auch schon seit 20 Jahren zerstritten sind und trotzdem miteinander auftreten. Sind doch keine Frauen. Ja, ma, und? Und was machen wir jetzt mit den neuen Nummern? Üben, üben, üben und nochmal üben. What else? Na, du Dildo, Lösung in Sicht? Noch nicht, aber die kriege ich schon noch weich. Hier, ich hab zwei neue Songs dabei. Text und Noten. D-Dur ist das erste. Was ist los, der Titel? Was ist, wenn du sie nicht weich kriegst? Willst du proben oder diskutieren? Zähl ein. Drei. Was spielst du für eine Scheiße, Mann? Ich spiel genau das, was du hingeschrieben hast, du Arschloch. Ja, du spielst Happy Girl, Mann. Das ist das Zweite. Was ist los, spielen wir zuerst, habe ich gesagt. Oh, sorry. Aha. Ja, meine Herren. Hat irgendjemand einen Jahrhunderteinfall? Ansonsten können wir uns nämlich beruhigt die Kugel geben. Ich habe keine Ahnung, was ich noch tun soll. Den Bass umhängen und spielen. Ohne Sängerin. Wieso ohne Sängerin? Na los, zupf die Saiten. Viel Zeit bleibt uns nicht. Ich habe in der Zwischenzeit 4 Songs geschrieben. Da links. Zähl ein. Vergiss mich. 3, 4. Merkst du denn nicht, dass ich dich übersehe, dass ich nicht mehr auf dich stehe? Geile Location. Also ich hab das Gefühl, da sind wir goldrichtig drin. Doch nicht so deppert mein Onkel Frido, was? Richtig? Kann ich auch nicht riechen. Cool sehen die aus. Das finde ich auch. Das wird ein lustiger Abend. Sehr lustig. Vielleicht ist das ein Kostümfest. Ruf dich in Trachten. Was ganz was Neues. Na, die wird aus dem Quant beideln, wenn wir losgerufen. Ja, das gibt's doch nicht. Blättert.
du das gewusst? Dass die mit dem keine Spur. Bis her. Euer Manager nicht gesagt, für welches Publikum ihr hier spielt. Doch, doch, doch. Wir haben nur gedacht, dass unsere Outfits die alten Methusalems da unten ein bisschen anheizen. Rotz, bitte. Ja, guten Abend, lieber Seniorentrachtenverein von St. Elisabeth. Leider ist etwas Unangenehmes passiert. Euer Obmann ist auf dem Weg hierher von seiner Alm in einer Schafherde stecken geblieben. Und ja, also er hofft schon, dass er vor Ende der Veranstaltung noch hier sein wird, wünscht Ihnen allen aber schon mal gute Unterhaltung zu seinem runden Geburtstagsfest mit unserer Unterhaltungsshowband Wir sind Blues. Lowalls oder ein Oldie oder sowas. Wie alt? Blue Diamonds oder Fred Bertelsmann, was weiß ich. Noch nie gehört. Bitte bringt mich nicht ins Grab. Euer Manager hat euch als Band verkauft, die für jedes Publikum etwas auf Lager hat. Also, wo ist denn der überhaupt? Hä? Das ist wieder typisch, der ist natürlich nicht hier. Also, was ist jetzt? Könnt ihr was anderes spielen oder nicht? Wir können auch abbrechen. Ja, und wir blechen 5.000 Euro pro Nale. So meinen Sie das doch. James! Mama! Wie wär's mit dem, was wir neulich gesungen haben? Das haben wir noch nie geprobt. Das sind doch ganz einfache Harmonien. Mein Gott, zuerst La Paloma. Redmar, die singt jetzt. Also, meine Damen und Herren, also der erste Song war zum Muntermachen. Jetzt können Sie Ihre Hörgeräte wieder lauter stellen. Also einen schönen Abend. Wünscht Ihnen... Wir sind Blues. 10 Uhr. 2, 3, 4. Ein Wind weht von Süd und zieht mich hinaus auf See. Wir bleiben! Wollen wir tanzen? Nein, danke.